hey, und hallo, wenn es wieder heißt, das Brett zum Sonntag. Ich bin wieder da. Letzte Woche, es ist das Unfassbare passiert. Ich habe bittere Krokodilstränen geweint. Das Brett zum Sonntag ist das erste Mal in 129 Sendungen tatsächlich ausgefallen. Was hat mein Herz geblutet? Ihr wisst, ich war auf der Boardgame Cruise unterwegs und wir hatten tatsächlich, wir sind Samstag ja losgefahren und hatten bis Dienstag, das ist irgendwie Deutschlandzeit, irgendwie mittags hatte wir einen See, also wir waren Sonntag komplett auf See. Ich hätte eigentlich was vorproduziert, das hat dann aber auch rumgespackt und ging dann leider nicht. Dann habe ich gedacht, komm, du lädst zumindest ein kurzes Brett zum Sonntag hoch. Ja, und das hat dann zwecks Empfang und wir hatten zwar WLAN an Bord, aber es ging nichts raus. Ich konnte WhatsApp und sowas verschicken und E-Mails. Es ging partout nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, ist jetzt auch Montag oder Dienstag zu bringen, ist halt auch blöd und mehr Culpa. Also ihr könnt euch vorstellen, es tut mir noch doppelt so sehr weh wie euch. Aber ja, ich bin wieder da und boah, ich bin durch, Leute. Ich bin sowas von durch. Du kannst mich zusammenfalten, klapsen und weg. Wir haben gestern 1300 Kilometer gekloppt. Wir sind ja gestern wieder angelegt, sind dann so aus dem Norden, also nördlichste Norden von Dänemark, sind wir erst mit so einem kleinen Bus bis nach Hamburg gefahren worden. Wir haben erst überlegt, ob wir wohnen ja in München, Hamburg, München, ist ein bisschen was. Da waren wir erst 5 Stunden unterwegs von Dänemark nach Hamburg. Da mussten wir zwar Gott sei Dank nicht fahren. Dann haben wir überlegt, wir sind irgendwann um 17 Uhr in Hamburg angekommen. Und dann haben Kat und ich überlegt, ja, nehmen wir uns jetzt doch noch ein Hotel und bleiben da. Aber wir haben gedacht, nee, wir wollen eigentlich wieder im eigenen Bett schlafen. Und wir wollen den Sonntag für uns haben. Ich will mein Brett zum Sonntag machen. Das war tatsächlich auch ein ganz wichtiger Faktor. Und ich gesagt habe, ich will jetzt nichts mehr da mit dem Handyfilm. Ich will ein vernünftiges Brett zum Sonntag wieder machen. Und aber wir wollten einfach auch nach Hause dann, weil es reicht dann. Dann sind wir doch losgefahren. Wir sind an sich super durchgekommen. Das Navi sagte dann irgendwie, ja, so zwischen 23 und 24 Uhr. Wir haben dann einkalkuliert, ja, wenn wir noch den einen oder anderen kleinen Stopp machen, falls die Motte oder Kate oder ich auch mal Pipi müssen, nee, da muss ja dann auch mal was raus. Dann sind wir vielleicht um 0 Uhr da. Das hat tendenziell super geklappt, bis wir irgendwann um 23 Uhr Höhe Würzburg waren und trotzdem schon ziemlich durch waren. Und wir dann festgestellt haben, yay, da ist ein LKW umgekippt. Vollsperrung. Ja, dann standen wir fast 2 Stunden in der Vollsperrung. Die Motte hat zum Glück geschlafen. Das war ganz gut, dass die das echt gut überstanden hat. Aber wir waren echt... Und waren dann irgendwann um 3 Uhr nachts zu Hause. Und haben uns dann auch entsprechend gefühlt. Ich fühle mich immer noch echt vollkommen platt. War irgendwie aus Gewohnheit trotzdem um, ich glaube, 9 Uhr wach. Ich hätte gerne länger geschlafen. Kat war, glaube ich, um 8:30 wach. Und ich fühle mich jetzt einfach vollkommen groggy. Und ich merke, da hat man mich auch im Vorfeld vorgewarnt, dass man noch nachschwankt, weil sich der Körper so nach irgendwie einer Woche Schwankungen aus dem Schiff wieder umgewöhnen muss, dass er das ausgleicht. Das merke ich total. Ich laufe, als wenn ich dauerbesoffen wäre. Und das doch nicht mal mehr mit leckerem Whisky. Also, das ist Wahnsinn. Aber es war super. Also dazu mache ich aber nochmal ein separates Video, wenn ihr das Video von letzter Woche gesehen habt zu Boardgame Cruise. Es wurde dann tatsächlich doch immer noch besser und wir hatten dann Glück und das Wetter hat uns nicht mehr so erwischt wie irgendwie den ersten oder die ersten 1,5 Tage. Und dazu aber, wie gesagt, nochmal ein separates Video. Aber ich habe mal nachgeguckt, ich habe über 30 Spiele gespielt, ich habe mit über 50 verschiedenen Menschen gespielt, teilweise natürlich auch mehrfach, gewisse Spiele mehrfach und da könnte ich jetzt ein langes Hand am Brett draus machen. Also da habe ich erstmal eine Menge Material, ich habe coole neue Sachen gespielt, ich habe aber auch mal alte Sachen nachgeholt, ich habe Innovation endlich mal nachgeholt. Gott, ist dieses Spiel fantastisch, ist vollkommen chaotisch, aber fantastisch. Katrin, vielen Dank nochmal fürs echt coole Erklären. Aber wie gesagt, dazu dann alles in einem separaten Video. Ich mache jetzt ein kurzes Brett zum Sonntag, weil, wie gesagt, ich glaube, ich hau mich gleich wieder hin, weil ich einfach total platt bin nach irgendwie 1300 Kilometer Fahrt gestern und ich einfach nur liegen möchte und mich irgendwie berauschen und gefühlt eine Woche YouTube-Videos nachholen muss. Mal gucken, was so in der Woche alles kam. Und darüber habe ich mir gedacht, mache ich auch mal das Thema heute mal wieder so ein bisschen. Wir reden ja auch immer so ein bisschen oder auch mal mehr, mal weniger über das Thema allgemein Content Creator konsumieren. Und ich sage es ja auch immer wieder, ich bin ja am Ende des Tages, bin ich ja genauso Konsument und habe halt auch etliche Mitkollegen und andere Kanäle, auch Amerikaner, aber jetzt nicht nur im Brettspielbereich, aber da natürlich stark fokussiert, abonniert. Und ich finde es aber ganz interessant, darüber zu reden,
Warum abonniere ich? Warum folge ich? Oder es muss doch nicht mehr abonnieren sein, aber warum konsumiere ich? Warum konsumiere ich gewisse Kanäle? Ich habe jetzt auch die Woche, als ich unterwegs war, mit vielen Leuten natürlich über das Thema gesprochen und fand ganz interessant, wie viele es trotzdem noch gab, jetzt nicht die breite Masse, die aber auch sagen, nee, YouTube konsumiere ich gar nicht. Ich lese doch Blogs oder sowas oder gucke nur, was auf Social Media in den Gruppen abgeht. Fand ich auch ganz interessant, dass es das tatsächlich auch noch gibt. Also muss ich euch jetzt nicht fragen, guckt ihr eigentlich YouTube? So, weil, ne, also wir haben da ganz so ein Verhältnis so von, ich gucke in die Kamera und ihr guckt zu mir. Also ihr seht mehr als ich, nein, andersrum. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und das finde ich ganz interessant halt. Da habe ich mir dann auch mal die Frage gestellt, warum konsumiere ich? Warum konsumiere ich Brettspielvideos? Und da gibt es ja verschiedene Facetten. Jetzt kommen wir mal zur vielleicht, bewusst, vielleicht offensichtlichsten, und das ist einfach Unterhaltung. Wobei es gibt meiner Meinung nach, rein subjektiv, schreibt ihr, wenn ihr es anders seht, das finde ich ganz spannend, gibt es meiner Meinung nach drei Säulen. Und das ist zum einen Entertainment, Unterhaltung. Ich gucke das, weil mir vielleicht gerade langweilig ist, weil ich dem, der, die gerne zuhöre. Oder weil ich das einfach ja, witzig finde, was da gerade erzählt wird. So, Punkt 2, Information. Ich informiere mich darüber, was gibt es an neuen Spielen, wie sind diese Spiele, was ist die Meinung, wie ist der Mechanismus, ist es was für mich oder nicht, oder hey, cool, ich lerne da jetzt was kennen, was ich vorher noch nicht kannte. Also so ein bisschen wie so ein Newsportal, diese ja, Sender, Empfänger, ihr bekommt aber dadurch Kaufberatung. Kaufberatung und News, so würde ich diese zweite Säule nennen. Und die dritte Säule ist meiner Meinung nach zum Beispiel auch ganz wichtig, so konsumiere ich auch sehr viel, Regeln. Dass ich eben über Videos mir für ein Spiel, was ich entweder da habe oder was ich vielleicht plane zu kaufen, mir die Regeln anschaue, mir die Regeln erklären lasse, was schon pädagogischer Ansatz, wenn man so möchte, und ich mir dadurch halt entweder das Regelbuch lesen ganz spare oder es mir erleichtere, weil ich okay schon weiß, ich habe das jetzt hier in dem Video gesehen, das erleichtert mir das Ganze, das mache ich auch sehr, sehr häufig und das ist auch ganz gut. Oder natürlich, wie es wahrscheinlich sogar bei den meisten von euch ist, eben alle drei Säulen. Wenn ihr sagt, für euch gibt es noch eine ganz, ganz andere Säule, dann schreibt das mal gerne, weil ich habe wirklich überlegt, hatte gestern im Auto genug Zeit, als ich überlegt habe, ja, was machst du als Thema fürs Brett zum Sonntag, aber das wären für mich schon diese drei Kernsäulen, wo ich sage, okay, Entertainment, Information, News, Kaufberatung in einer zusammengefasst und eben Regeln. Also so würde ich jetzt sagen, sind im Brettspielbereich, vielleicht auch in vielen anderen Bereichen, aber wir reden jetzt hier explizit über Brettspiele, sind so diese drei Säulen davon. Ist natürlich auch die Frage, wie genau selektiere ich diese Säulen. Ich kann jetzt nur von mir ausgehen, deshalb freue ich mich auch sehr darüber, wenn ihr so ein bisschen darüber schreibt, wie ihr das seht. Bei mir ist es definitiv ein Mix von allen drei Sachen, wobei ich den dritten, die Regeln, natürlich nur selektiv mache. Ich gucke mir jetzt nicht jedes Regelvideo an, weil ich mir denke, ja, wenn es ein Spiel ist, wo ich entweder sage, das habe ich schon gespielt, oder es ist ein Spiel, wo ich sage, das interessiert mich partout nicht, da gucke ich davon natürlich nicht das Regelvideo. Ich habe mit einigen Mitkollegen und Content-Creatern auch mal darüber gesprochen, so, wie dankbar sind eigentlich Regelvideos zu machen? Denn sie haben einen enorm hohen Aufwand, muss man sagen. Chapeau an alle Kollegen, die das machen. Ich kann hier auch nur, und da wieder Hut ab davor, ne? Also hier, euch nur den guten Andreas, den Brettspiel-Dude, ans Herz legen. Der macht fantastische Regelvideos. Andreas, wirklich. Also ich schaue deine Regelvideos super gerne. Das Bitoku werde ich mir jetzt bald mal reinziehen. Ich habe immer noch nicht das Archi Nova gespielt. Das werde ich mir jetzt dann auch mal reinziehen, was bei dir online geht. Der ist immer sehr aktuell dabei. Macht sehr, sehr gute Regelvideos. Ist auch noch Star Trek Fan und nicht nur vom Namen her, sondern auch in echt ein echt cooler Dude. Also Andreas, Grüße gehen raus. Chapeau, ich schaue deine Regelvideos immer sehr gerne und mach weiter so. Und ja, genau, und was ich sagen wollte, das sagen viele Kollegen auch, Regelvideos sind oft sehr, sehr undankbar, denn die sind sehr aufwendig, generieren nicht so viel Klicks wie irgendwie Toplisten, die deutlich unaufwendiger sind, haben aber nach hinten raus den Vorteil, sie sind deutlich langlebiger, dass Leute wirklich da immer mal wieder drauf gucken. Ich habe mit dem Christoph von Better Board Games auch hier, Grüße gehen raus, ich hoffe, du hast cooles Patreon-Wochenende. Sagte auch mal sein Flügelschlag-Regelvideo, wo er
ich glaube sogar der erste war und das halt auch mit dem ordentlichen Aufwand produziert hat. Das hat, ich weiß nicht wie viele 10.000 Aufrufe inzwischen und generiert immer noch. Also gerade wenn man solche Top-Titel hat, die vielleicht auch noch etliche Expansions bekommen und dann vielleicht sogar noch irgendwie Spiel des Jahres und sowas gewinnen, ist nach hinten raus natürlich ein sehr dankbares Ding für Content Creator. Wie gesagt, man muss aber da ein bisschen damit rechnen. A, es ist ein bisschen spekulativ. B, man muss immer so ein bisschen schauen, wie ich den Aufwand mache. Ich für meinen Teil, ich mache halt zum Beispiel so gut wie gar keine Regelvideos, weil ich einfach sage, aus zweierlei Gründen, A, machen das viele andere Kollegen, eben Beispiel der Dude, viel, viel besser als ich. Und das ist, warum soll ich das da machen? Da gibt es jemanden, der macht die Sachen so gut, da komme ich nicht dran. Und das macht dann für mich keinen Sinn, denn jetzt kommt Punkt 2, ich bin bei uns in der Runde oder auch bei Cat, bin ich total oft der Regelerklärer. Ich bin eigentlich zu 90% derjenige, der die Sachen lernt und dann erklärt. Und ich habe keinen Bock, das auch noch in Videos zu machen, sage ich ganz offen. Ich mache das schon in meinen Runden immer. Und deshalb, das war eben auch sehr schön jetzt in der Woche, wo ich unterwegs war, dass man da sich auch einfach mal wo zusetzen konnte, wo ich gesagt habe, ach, das Spiel interessiert mich, ich kann das schon jemand. Ja, kann ich erklären. Wow, geil, Leute, die das Spiel erklären können. Das habe ich jetzt selten. Super. Und ist halt immer, wie gesagt, also Regelvideos sucht man sich sehr selektiv daraus, wenn man sie gerade braucht. Das ist halt eher so ein Tool, wenn man so möchte, so eine Hilfe. Das ist halt natürlich bei Kaufvideos oder Newsvideos ist das ein bisschen anders, denn da konsumiere ich das auch regelmäßig, weil ich ganz genau weiß, okay, das ist ja dann, da kann ich neue Sachen kennenlernen. Also ich schaue mir zum Beispiel sehr, sehr gerne jeden Sonntag vom Chris, von Victoria Pater, der diese Woche außer Patreon-Wochenende trotzdem Grüße gehen raus, sein zu Tisch an, wo er erzählt, was er gespielt hat. Ist auch sehr speziell, weil der Chris sehr, sehr Wargame-bezogen ist, sehr häufig, oder auch Coins. Also man findet natürlich auch so andere Sachen bei ihm, aber man sieht sehr oft Spiele, wo ich sage, Chris, nimm's mir nicht übel. Da spule ich aber einfach vor, wenn ich da schon wieder die lebendige Excel-Tabelle auf den Tisch sehe und ich mir denke, ich finde super, dass du es machst. Du hast damit super deine Zielgruppe und du hast davon auch brutal Ahnung. Ist dann aber nicht meins. Ist aber trotzdem ganz spannend, eben das mal zu sehen, weil selbst wenn ich da sehr, sehr häufig bei solchen Titeln vorspule, ist es trotzdem mal ganz interessant, da informiert zu sein oder es kurz zu sehen, das Cover, was es da dann doch alles gibt. Das ist Wahnsinn. Wie gesagt, ist aber einfach nicht meine Welt. Muss es aber auch nicht. Wie gesagt, da hat Chris eine sehr coole Nische und das finde ich halt super. Die Nische übrigens, Becky hat heute Geburtstag. Alles Gute. Happy Birthday to you. Für mich einer der Kanäle, der für mich Entertainment mit Information fantastisch verbindet. Also da auch nur Chapeau davor. Hat ja eben, wie der Name schon sagt, seine Nische gefunden, indem er über kooperative Plastikklopper in der Regel spricht, Miniaturenspiele und das mit einem wunderbaren Humor und einer Süffisanz manchmal. Dass das hier wirklich Entertainment pur ist und das macht halt einfach Spaß. Umgekehrt die Meeple-Porn-Jungs, die ich auch immer gerne schaue, die natürlich sehr polarisieren, die sehr stark im Bereich Entertainment unterwegs sind, wobei auch schon, ich finde, ich da sehr, sehr häufig auch ein paar Perlen schon erwischt habe. Also ich habe selten einen Kanal erlebt, wo so Hypes geschürt werden wie da. Hashtag Innovation, vielen Dank. Ding hat mich, glaube ich, 55 Euro gekostet und ich bin auch billig damit weggekommen. Und aber ich habe es ja jetzt gespielt. Geiles Teil, wirklich. Da ist aber der Entertainment-Faktor ein bisschen höher. Aber das finde ich auch vollkommen okay, weil so hat jeder Kanal für sich so ein bisschen seinen speziellen Bereich. Und natürlich, um das auch nochmal so ein bisschen herauszustellen, ist ja jeder von den Content-Creators irgendwo ein Stück weit auch Entertainment. Weil ich glaube, also so gehe ich zumindest von mir aus, ich gucke natürlich zum großen Teil nur Kanäle, wo ich ganz genau weiß, da sind mir die Personen auch schon mal grundsätzlich sympathisch. Klar gibt es auch immer mal Kanäle, wo ich reingucke, weil dieser Kanal jetzt vielleicht das einzige Thema oder das einzige Video zu diesem Thema oder zu diesem Spiel hat. Aber prinzipiell, da sind wir wieder beim Thema Abo, schaut man halt einfach ja die Kanäle auch wegen der Persönlichkeiten dahinter. Also korrigiert mich, wenn ihr das anders macht. Wenn ihr sagt, nö, ich habe da Kanäle, da kann ich die Fresse nicht leiden. Also Sven, hier, wenn ich dich schon wieder sehe. Aber ja, macht halt kein anderer am Brett zum Sonntag. Dann sage ich, na gut, dann ist das so. Aber das finde ich halt ja auch, und dadurch halt eben, dadurch, dass die Personality von jedem einzelnen Blogger, Content Creator, Influencer, nennt's wie ihr wollt, da auch eine gewisse Rolle spielt, ist das ja für mich auch ein großer Teil Entertainment zum Beispiel. Also schaut euch Johannes bei Hunter and Friends an, die unverkennbare Lache. Ich habe das Gefühl, ich muss oft immer mitlachen, wenn Johannes wieder fröhlich vor sich hin kichert. Aber natürlich bringt jeder persönlich, der sich da hinsetzt und auch die Arbeit macht,
bringt da natürlich halt seine eigene Personality mit rein, die ja eben auch ein Teil Entertainment sein kann. Bei Regelerklärung ist es vielleicht auch mal gut, wenn jemand sehr, sehr trocken ist und sehr, sehr, sehr vielleicht in Anführungsstrichen. Übrigens nicht der Dude, der macht's perfekt, aber ich habe Regelvideos gesehen, wo die Person, die es erklärt, echt langweilig ist, wo ich teilweise schon auf anderthalbfache Geschwindigkeit stelle, weil da sehr monoton geredet wird. Ich nenne jetzt keine Namen hier. Aber umgekehrt, die Regeln gut erklärt werden. Also das ist dann halt trocken, das ist ohne jegliches Entertainment und sehr, sehr, da geht es einfach rein um Informationen. Und es kann bei Regelvideos, kann das halt absolut hilfreich sein, wo man sagt, ja, da möchte ich jetzt auch gar keine irgendwie Entertainment oder witzigen Kommentare oder irgendwelche Flüche oder Schimpfwörter oder Hastrianen oder Liebeserklärungen, whatever. Da möchte ich einfach nur platt die Regeln und das gerne so schnell raus wie möglich. Es gibt auch einige im englischsprachigen Bereich, wo ich das sage. Rodney zum Beispiel ist halt für mich auch ein Mix aus Entertainment und Regeln. Also auch was, was man sehr selten hat, der das wirklich gut miteinander verbindet. Der natürlich aber bei Watch It Played auch fantastische Videos macht. Ja, sonst wäre auch nicht so erfolgreich international. Also das finde ich ganz interessant mit diesen drei Säulen. Wie seht ihr das? Ich gehe jetzt hoch und trinke meinen Ingwertee und werde mich wahrscheinlich gleich wieder hinlegen, weil ich einfach vollkommen durch bin. Ich wollte das Thema mal anschneiden, wie ich das so ein bisschen sehe. Ich habe gestern auf der Fahrt, wie gesagt, ich hatte genug Zeit, mal ein bisschen drüber nachgedacht. Und würde mich enorm interessieren, habt ihr dieselben drei Säulen? Habt ihr andere drei Säulen? Habt ihr vielleicht sogar fünf Säulen oder nur eine Säule? Wie ist das? Schreibt das gerne mal. Finde ich ganz, ganz spannend. Ansonsten, wie gesagt, nächste Woche kommen dann wieder also es ist schon geplant. Reguläre Videos, wir werden nochmal abschließendes Fazit zur Board Game Cruise geben. Die haben auch schon angekündigt, dass nächstes Jahr auch wieder eine stattfinden wird. Das wird's geben. Ich habe noch ein, zwei Top-Listen im Gepäck. Ich habe noch ein, das Brett geschätzt kam ja erst, ein Five Life kommt nächste Woche mal wieder. Ich habe nämlich ein, zwei richtig geile Nerd-Sachen bekommen, die ich euch zeigen muss. Boah, großartig. Das kommt definitiv, denke ich mal, zum zweiten Teil der Woche wieder und ja, dann jetzt auch hoffentlich wieder das Brett zum Sonntag ohne irgendwelche Ausfälle. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr was wieso konsumiert. Das würde mich brennend interessieren. Habt einen schönen Sonntag und ihr wisst Bescheid, spielt was Schönes. Das Wetter ist eh grauselig, es ist grau und regnet und ich muss ja sagen, nachdem ich jetzt so viele Tage so viel gespielt habe, ich möchte eigentlich sofort weitermachen. Also mal gucken, ich wollte mit Cat vielleicht nochmal eine Runde Redlands auf jeden Fall weiterspielen. Geiles Spiel. Baumkronen mögen wir auch sehr gerne. Mal gucken, was wir da heute auf den Tisch bringen. Das wird, glaube ich, ganz gut. Wie gesagt, ihr spielt was Schönes. Ihr passt auf euch auf. Ihr bleibt gesund. Wir sehen, hören, riechen uns. Macht's gut. Bis bald. Danke und tschüss.